Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auf Ihrem Android-Betriebssystem den Zugang zum Tor-Netzwerk installieren können, sodass, wenn Sie über WLAN in andere Netze eingeklinkt sind, halt dort das Tor-Netzwerk benutzen können. Wir beginnen damit, indem ich erstmal meine jetzige IP überprüfe. Dazu rufe ich einfach http://myip.is auf. Ich zoome das mal gerade ran. So, also 62 oder eben unitymediagroup.de, also deutsche IP, mein Standardprovider. Als nächstes nochmal in den Market und danach einem Paket namens Orbot gesucht, also O R B O T Orbot. So, hier Orbot Tor on Android. Ist natürlich kostenlos. Also klicken wir auf kostenlos. Danach klicken wir natürlich auf OK. Dann wird das Ganze runtergeladen. Danach müssen wir auf die Installation warten. Die beginnt natürlich ebenfalls automatisch. Nachdem das abgeschlossen ist, können wir zurück in unser Menü, Orbot in den Einstellungen suchen, draufklicken. Dauert offenbar einen Moment, bis es geladen ist. Und dann kommt der Dialog. Klicken wir auf die Schaltfläche mit gedrücktem Finger, solange bis Orbot startet kommt. Dann wird die Verbindung aufgebaut. So, Update wurde wohl noch runtergeladen. Jetzt ist allerdings die Verbindung da. Insoweit können wir jetzt hier einfach zurückgehen. Wir sehen das jetzt auch noch an der grünen Zwiebel oben in der Taskleiste quasi. Als nächstes müssen wir in unsere Einstellungen, denn wir müssen über Netzwerk und drahtlos zu den WLAN-Einstellungen und hier auf die Menütaste klicken. Das ist die linke von den dreien unten, also nicht im Display, sondern eben diese Menütaste. Dann bekommen wir hier das Kontextmenü erweitert. Da klicken wir drauf. Und dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit, Proxy anzugeben. Klicken wir mal in die Zeile rein, damit wir da eingeben können. 127.0.0.0. Also Localhost, am Ende OK. Das gleiche natürlich für den Port. Die Daten, entweder merken Sie sich die jetzt hier oder eben, die finden Sie natürlich auf der Tor-Homepage. 8118 als Port. Am Ende auch hier ein OK. So, das war's dann auch schon. Dann sind wir fertig. Mit den Einstellungen greifen wir jetzt eben auf den lokalen Proxy zu, der von Orbot eingerichtet wurde. Das heißt, von jetzt können wir hier ins Internet. My IP ist. So, eben hat hier noch eine deutsche IP. Dauert schon etwas länger. Und wenn ich das Ganze jetzt mal hier ranzoome, ja. Santrex.net, auf jeden Fall nicht die gleiche IP wie zu Beginn. Funktioniert also ganz gut, wobei es natürlich jetzt nicht so lange gedauert hat, wie eventuell die Zeitangabe oben rechts vermuten lässt. Wobei die Anwendung steht noch recht am Anfang der Entwicklung, auch ein ums andere Mal abgestürzt ist bei unseren Tests. Allerdings direkt am Anfang, quasi beim Einschalten, das kriegen Sie mit, dann steht dann da einfach, dass die Anwendung unerwarteterweise gestoppt werden musste und so weiter. Einfach nochmal starten,
Beim zweiten oder dritten Mal klappt es dann auch. Ansonsten, wie gesagt, das Teil ist ja noch in der Entwicklung. Okay.